Unsere Veranstaltungsreihe feiert dieses Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum. Und mein besonderer Dank gilt heute Abend unserem 65. Redner, dem CEO der Airbus Group, Tom Enders. Einen großen Applaus bitte. Bevor Sie uns nun an Ihren ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen in dieser Branche teilhaben lassen, übergebe ich das Wort an unseren Präsidenten, der die TUM Speaker Series seit ihren Anfangszeiten unterstützt und stets aktiv begleitet hat. Vielen Dank, Herr Professor Herrmann. Deutschland ist das Land der Flugzeugpioniere und der Flugentwicklungen, der Flugmaschinenentwicklungen. Verbringe nicht dein ganzes Leben in einem Sektor. Versuche verschiedene Lebenswirklichkeiten, Arbeitswirklichkeiten kennenzulernen. Das ist etwas, wo die Amerikaner viel besser sind als wir. Wir haben immer noch zu enge Karrierepfade. Und ich hoffe, dass sich das in Ihrer Generation stärker flexibilisiert, weil nichts ist erfüllender im Berufsleben und nichts ist auch befruchtender für Unternehmen, wenn sie Mitarbeiter haben, die nicht ihr ganzes Leben lang auf einer schmalen Spur unterwegs waren. Ich kann Ihnen sagen, in meinem Unternehmen ist eine richtige Aufbruchstimmung momentan, gerade auch in der Raumfahrt, wo die jungen Leute sagen, das wollen wir doch mal sehen. Wir sind 145.000 intelligente Menschen. Wie ich vorhin sagte, ungefähr die Hälfte Naturwissenschaftler, Techniker etc. Wir können das auch und wir können das besser. Wir sind gerade dabei zu entwickeln Satelliten, die weit unter 1 Million kosten pro Stück. Das ist eine Revolution.